Antipos im Ferrari, ne? Oh mein Gott, in Bolivien mit so einer Karre fahren. Ich meine, das ist Luxuskarre, aber hier das hier, ne? Aber in der Fahrzeugsteuerung hier dem Game, naja. Ne? Ja, aber ich hab grad. Ich finde geil, ich hab grad eben den Wagen so ein bisschen angestupst, den anderen Typ, und der fliegt voll weg da vorne. Weil ein Wagen kann auch weiter da vorne fahren. Ist klar. Ne? Hat das jetzt unsere Mission, finden Sie das Gefängnis? Oh. Okay. Warum wollen wir in ein Gefängnis? Da wird sehr viel Peng-Peng-Bomben stattfinden. Woher weißt du das denn? Guck mal, die holen wir jetzt weiter. Yeah. Dass ein Gefängnis überwacht ist. Echt? Auch hier in Bolivien? Vermutlich. Oh. Sterben da auch Leute? Vermutlich. Warum nur vermutlich? Weil vermutlich. Ja. Vermutlich war. Okay, jetzt nicht. Schaffen wir das? Nein. Ja! Oh, Fergi, weg, ja, nein. Bei einer Anlage dieser Größe entriegeln sich die Zellen bei Stromausfall wahrscheinlich. Mario fängt vor allem schon an. Zuerst mal finden. Also los. Also ich bin schon vor Ort. Ja, merkt man, weil die Mission schon weitergeht. Ich bin auf einem sehr geilen Sniper-Spot. Also, wenn ihr snipen wollt, ich bringe euch hier hoch auf den Felsen. Wir jumpen da gleich hoch. Ja, Ferrari oder was soll man das jetzt? Also weil von hier oben kannst du komplett einmal das Gefängnis in zwei Millionen absichern. Wir sollen die Generatoren deaktivieren. Er glaubt nicht, dass ich da hochkomme. Vielleicht hat er recht, aber es ist der Versuch wert. Naja. Okay, ich weiß nicht, wie ich so einen Wagen, Sportwagen zu einer Stellwand hochfahren soll, aber... Ja. Oh, das ist ja... Ich muss mich ja an den Straßenverkehrsordnung halten, ne? Ich weiß nicht, ob wir da hoch... ich glaube auch nicht. Ich wollte euch abholen, ich hier hoch. Ja, lass uns abholen von ihm. Stopp mal hier! Ja, nicht da unter der Tanke. Sind die Gegner oder was? Ja. Die Frage ist, wie lange? Wie lange sind der Gegner? Was meinst du, Chris? Wollen wir es ausprobieren? Gut. Ernsthaft? Ja! Ich danke schon mal in die Luft gegangen. ich lege das Feuer ein bisschen auf mich drauf. Ich bin nur ein Gegner dabei. Du bist tot! Da ist der hinter. Tango am Boden. Vorsicht, nicht. Mich hier nicht weiterlaufen. Nicht weiterlaufen! Hm. War es das hier? Ich meine, haben wir irgendwelche Zivilisten gerade umgebracht? Nee, ne? Wusste nicht. Wir haben hier Kanonen dran, geil. Ja, damit könnt ihr dann runterkommen, wenn der Stromkreuz hat. Was? Kommst du? Ja, wenn ich nicht denken würde. Ich weiß nicht, ob ich da rausgehen sollte. Ich meine, vor dem Typ, wo ich gerade eben stand, ne? Ist als in die Luft gejagt worden oder so. Oh, fuck. Alter! Ey, wie startest du das Teil? Ja, ich hab gar nicht gestartet. Das war die Explosion. Na geil, ey. Na egal. Ich aber noch da vorne sicher. Sehr gut gemacht. Perfekt. Scheiße. Wie gesagt, wir sind die Elite von der USA, ne? USA. Müll, ja. USA. Fuck. America. Fuck yeah. Mann, wo ist Michi hin? Ist er tot? Nee, ich bin irgendwo an. Ja, ich bin tot. Holt ihr mich ab? Chris? Die haben da ein paar hochkarätige gefangen. Wissen du? Ah, du bist genau auf deiner Seite vom Knast, ne? Passt auf, wo ihr hinschießt, wenn wir sie attackieren. Die Befreiung der Gefangenen hat Priorität. Chris, soll ich dich hier schon mal oben auf dem Berg ablassen? Yep. Okay.
ist einer mit Maschinenpistolen. Michi will ja nicht mit uns spielen. Ich bin ja leider woanders angekommen. Also wie du sehen kannst, du hast hier... Hier geht schon das Gefängnis los. Fast komplett um das Gefängnis drumherum gerannt. Nee, hier geht das Gefängnis schon los. Holt mich lieber nicht. Scharfschütze. Danke. Jo. Warte, Michi. Wie sieht's aus mit dir? Ein Sniper habe ich schon. Nee, holt mich nicht. Ihr Alter, fang doch nicht einfach direkt an zu ballern. Ja, ich hab nur safe einen Sniper weggeholt. Da war nur einer. Ja, ich muss ja nämlich noch runterkommen, den kompletten Berg. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Oh oh. Also mit dem Runterkommen hat sich jetzt für eines in eine Richtung erledigt. Beide Türme sind deaktiviert. Ich hab auch schon mal den Sniper safe geholt. Wie groß ist denn so. Das Areal? Nicht sehr groß. Ja, wir haben aber das Problem, dass hier sehr gut gesichert ist. Der Generator ist markiert, ich muss versuchen, da irgendwie hinzukommen. Die haben auch einen eigenen Heli. Die haben Alarm am Start. Ich hab einen Alarmturm zerstört. Aber ich bin gejagt aktuell. Haben die einen Jammer? Soweit ich gesehen habe, nicht. Zwei sind im Wachhaus vor mir. Ah doch, das ist doch ein Riesenareal. Das geht ja noch bei euch in den Berg rein. Ja, das geht hier richtig rein. Das wusste ich nicht. Ich bin ja gerade am Fuße. Ja, hab ihn erwischt. Weiter Schuss, Erfolg freigeschaltet. So, aber deswegen, ich hab den... Das war ich gerade, dass ich gejagt worden bin. Ich hab da ein bisschen Scheiße gebraucht, muss ich sagen. Also. Kann einer die Lampe, die mit dem Symbol da zerstören? Welche Lampe? Da ist eine Lampe mit Symbol. Zwischen den Bergen bei euch oder in dem. Ich muss erstmal den Generator rankommen, damit hier ist. Hab's. Danke. Zwei Klippen steigen, was ich hier gerade mache. Fuck. Wie schaut's bei euch aus? Ich werde drauf gehen, weil ich hier nicht wegkomme. Ich habe nicht mehr viel Sniper-Schuss. Aber gibt's auch den Erfolg, zwei Leute mit einer Kugel erwischen? Weil den habe ich irgendwie nicht bekommen. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass ich da eine bekomme. Es wäre schön, wenn es das gäbe. Weil ich hab's schon geschafft. Aber ist das nichts Besonderes vielleicht? Oh geil, ich hab's geschafft, hier runterzukommen. Krass. Kann man eins kaputt schießen und dann der. Ja! Es geht los! Ich bin im Kampf! Ich hab den Generator deaktiviert. Kann einer mal drohen, wenn's geht? Nein, ich bin im Kampf, ich bin aufgeflogen. Bei mir kommen ein paar Truppen. Generator ist aus. Sieh nur unsere Jungs. Offen sein. Reden wir mit einem der Gefangenen. Vielleicht hat er Hinweise zu den... Wartet. Fuck. Bis ich bei den Gefangenen bin, dauert es glaube ich noch ein wenig. Kommt halt woanders. Generator ist aus. Die Zellen sollten offen sein. Markier schon mal mit der Drohne ein paar Leute. Vielleicht hat er Hinweise zu den Verschwundenen. Hallo, ich sehe den doch. Wie kann ich jetzt? Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollend von den Rebellen verdienen. Wir müssen irgendwie mit dem Anführer der Rebellen reden da, ne? Ja. Ich komme jetzt hier nicht runter. Ich bin ja in dem Gefängnis doch, drin. Du kommst irgendwie runter, ansonsten musst du da weiter sagen, dann hole ich dich gleich mit dem Heli. Genau, das war eigentlich meine Heli. Die Heli sind am Arsch. Beziehungsweise... Sind die Gegner alle tot? Meistens. Ich bin ja zumindest auf dem Gefängnis. Oh. Okay, jetzt ein Gegner welcher Heli gestartet?
Okay. Ich bin down. Ziel ist getötet worden. Warum ist das Ziel getötet worden? Oh, wer verloren? Das ist der Rebellenanführer, der ist tot. Das ist eigentlich gut, weil ich bin sowieso, weil ich jetzt irgendwie um den Berg und da tot gewesen. Hätte nicht mehr gut werden können. Ja, aber ich hab gut gesnackt. Alter, wie ich den Berg da runtergeklettert bin, ohne Heli, das war unnormal riskant. Okay, Heli, ne? Ist, wir haben jetzt kein Heli und kommen da jetzt nicht mehr hoch. Und starten jetzt auch, wie ich gerade eben, von unten. Gut, geil. Na, das ist schon okay. Ich habe ja meine ganz. Pass auf, hier rechts waren gleich Gegner, zwei. Okay, jetzt sind sie hier nicht mehr, okay. Meine sicken Sniper-Skillshots habe ich schon gemacht. Oh, warte. Eine kleine Gruppe Feinde. Achtung, vielleicht erstmal Vorwarnung geben. Ich sehe eine montierte Waffe. Wir haben Alarm am Start. Alarm ist aus. Alarm ist aus. Drohnen? Ja. Ich wurde entdeckt. Die Verstärkung kommt. Oh, ich hab keine Ahnung, wo der Mörser hingeht. Kacket, da sind zu viele Gegner draußen bei mir. Da ist eine Granate bei mir. Danke. Jo. Wie kommst du da hoch? Ich komm da nicht drüber. Hier denke ich. Ich bin fast tot. Ja, endlich! Noch was. Hier rechts neben dir ist auch irgendeiner, ne? Granate fliegt. Ja. Jetzt will wieder Leben generieren. Wow! Fuck, was war das denn? Der Heli-Scheiß, könnt ihr den runterholen? Bei einer Anlage dieser Größe entriegeln sich die Zellen bei Stromausfall wahrscheinlich automatisch. Also tot im Generator? Zuerst mal finden, also los. Drohne fliegt. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Da ist down. Schön. Scheiße, der Alarm. Und der größte ist eine kleine Gruppe Tankos. Na. Wo ist der Generator?
Generator. Der müsste markiert sein eigentlich. Den gerade nicht. Hey Leute? Yep. Das sind Leute. Nee. Danke. Jetzt nicht mehr. Wollen wir ein Auto nehmen? Hier, mit Geschütz. Kümmere mich. Ich bin auf dem Weg zum Generator. Ich habe hier ein paar Lichtpaneele. Granate fliegt. Oh. Nehmt das. Fail. Mega Fail. Okay. Okay, Stütze ausgeschaltet. Generator ist aus. Die Zellen sollten offen sein. Reden wir mit einem der Gefangenen. Vielleicht hat er Hinweise zu den Verschwundenen. Da vorne ist unser Zielmann. Wer ist mit dem Reden? Michi macht das. Ich laufe gerade hin. Hey, Sie müssten mir hier mal helfen. Wir wollten herausfinden, was mit den Leuten passiert, die in San Mateo verschwinden. Was ihnen passiert ist, El Pozolero. Ein Topfmacher? Aber was macht er mit den Leichen? Wo sind sie? Er stopft die Leichen einfach in Ölfässer und dann übergießt er sie mit Lechia. Wie sagt man bei Ihnen? Lauge. Natronlauge. Sie. Sosa Caustica. Innerhalb weniger Tage werden die Leichen in den Ölfässern. Naja, es sind keine Leichen mehr da. Jetzt haben wir einen Namen. Wir brauchen mehr über El Pozolero und wie wir ihn schnappen können. Er ist der Einzige, der weiß, wo die Überreste zu finden sind. Nomad, ich habe mir die Akten angesehen. Pozolero? Da steht nichts über vermisste Personen. Alles klar. Irgendwas über El Pozolero? Wir haben eine Beschreibung des Trucks, der die Lieferung macht, aber nichts über die Route oder Zeitplan. Es ist so, als ob der Wagen durchs Land fährt und jeder, der einsteigt, verschwindet. Das ist erklärbar. Hier in den Akten sind die Informationen über die Route des Trucks. Ich schicke sie Ihnen. Schnappen Sie sich den Fahrer und finden Sie sein Endziel heraus. Dort dürften die Überreste sein. Klar. Das heißt, also wieder ein Konvoi. Naja, aber da sind noch Dokumente bei mir auf der Map. Da komme ich nicht hin. Wie kommt man da hin? Weißt du das eine? Keine Ahnung, wo du bist. Moment. Na, hier oben oder was? Nee. Irgendwo hier oben sollen die sein. Unidats, Leute. Ich finde die Dokumente gerade nicht. Sollen oben sein. Oh nein, nein. Waffenkiste. Mario, weißt du, wie man da hoch kann? Neues Scharfschütze. Neues Scharfschütze. Ja. Hier sind auch bei mir aber keine Dokumente markiert. Na, dann habt ihr die vielleicht immer. Egal. Ja gut, wir haben das Gefängnis erobert. Okay, ich habe jetzt hier einen Sniper mit mehr Schaden, eine größere Durchdringung, größere Feuerrate, dafür weniger Präzision, Reichweite und Geräuschminderung. Okay. Geh ich da auch mal gerade hin. Hier ist eine Waffenkiste. So. Und dann kann ich die vielleicht ausrüsten. Ich habe in dem System irgendwie noch nicht ganz durchgeblickt, wie ich mir Waffen freischalten kann. Ja, hier über das Finden von Waffen, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Oder auch, wenn du eine bestimmte Mission hast. Also erfolgreich bestanden hast. Jetzt hat man nämlich diese Waffen direkt im Inventar und kann sie ausrüsten. Ja, aber wenn ich dann drauf gehe oder so, dann ist sie sofort wieder weg. Nee.
kannst du doch hier nebenan, hier, ist, hier wo ich jetzt stehe, kannst du doch aufsammeln, oder? Ja, ich bin gerade hier im Dings. Menü. Ja, du musst mal aus dem Menü gehen und zu mir kommen. Warte mal, ich habe jetzt hier eine genommen, eine neue. Scharfschützengewehr ist das? Ah, okay, warte. Ich glaube, jetzt blicke ich hier ganz langsam mal durch. Ah, du erklärst mir gleich, ja? Ja. Gut, ich würde sagen, in der Zwischenzeit beenden wir mal die Folge und wir haben das Gefängnis erobert, ne? Das war der Rebellenführer, mit dem wir gesprochen haben, oder? Ja. Okay, gut. Mit ihm haben wir gesprochen, jetzt wissen wir, wo die Leichen geblieben sind. Nämlich, sie haben sich durch Natronlager aufgelöst. Lecker Schmecker. Ja, gut. Mal sehen, was wir in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen noch alles so hier rausbekommen, was das schöne Kartell hier so herumtreibt. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ah, ist doch wieder eine schnelle Sniper, die ich jetzt hier habe. Okay, macht's gut, Leute. Ciao.